viel mehr eingebracht haben, drei konkret. Ja, es haben hier sich drei eingebracht und das finde ich ganz cool, das finde ich schön, denn jetzt können wir heute drei Fälle analysieren. Das ist richtig, richtig gut sozusagen. Ja. So, jetzt hier, jetzt geht's los. Ich schalte jetzt einfach auf die Präsentation um und habe ja nebenbei alles im Blick sozusagen. Das heißt, wer Fragen hat, kann mir jederzeit Fragen stellen. Ihr könnt auch jetzt schon Fragen posten, die ihr zum Thema Marke habt. Dann kann ich das sofort einbauen. Ne? Genau. Also, ich schalte jetzt die Präsentation hier frei. Fangen wir einfach mal an. Und ihr könnt gerne mir bereits jetzt Fragen stellen. So, genau. Ja, und ich hoffe natürlich, dass die drei Protagonisten, die Pia habe ich schon gesehen, ist die Kerstin Schneider denn da? Ist die Kerstin Schneider da? Ja, falls du da bist, zeig dich mal rasch. Kerstin, bist du da? Denn sie hat ja hier auch was eingebracht, die Kerstin. Möglicherweise noch nicht, das werden wir jetzt gleich sehen. Hoffen natürlich, dass die Kerstin hier gleich kommt. Die hat einen Fall eingebracht, den werde ich in High analysieren. Die Sabine Mathieu, ist die Sabine Mathieu dabei? Die hat auch einen Fall eingebracht. Hallo Harald, nach Mallorca. Hi, sehr schön. Ja, es ist richtig international, kann man fast sagen. Stefanie, grüß Gott, schönen Abend, Gudula, hallo, wunderbar. Also Kerstin und auch die Sabine, wenn ihr euch, die Kerstin ist da, ja, sehr gut, das freut mich, Kerstin. Ich habe deinen Fall natürlich aufgegriffen und den werde ich nachher natürlich sehr gerne analysieren, wird spannend. Bleib bitte da, damit du, wenn du Fragen hast oder ich eine Frage habe, damit wir direkt kommunizieren können. Ja, Kerstin, so geht das. Du warst die Erste, also bekommst du auch am meisten Raum sozusagen. Genau. Ja, die Sabine Mathieu schaut zu. Das ist natürlich sehr erfreulich. Jetzt sind alle drei da. Also die Sabine hat einen Fall eingebracht, die Kerstin hat einen Fall eingebracht und die Pia aus Bern hat einen Fall eingebracht. Und bin schon gespannt, ja, wie was ihr sagen werdet, wenn ich das eben analysiere, das Markenpotenzial von diesen drei Fällen. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Prima, prima, prima. Legen wir los, gell? So, gern versuche ich. Kind muss nachher ins Bett. Ja, Kerstin. Also, dann lass doch das Kind noch ein bisschen auf, notfalls, ja, und bleib hier dabei. Das Kind hat wahrscheinlich auch nichts dagegen. So, jetzt hier möchte ich jetzt einfach mal euch zeigen, warum eine Marke so wichtig ist. Das ist so der Einstieg sozusagen. Ja? Also warum solltest du überhaupt eine Marke werden? Genau. Ganz einfach. Also wenn du keine Marke bist auf Dauer und du siehst hier, ich habe Christian Bischoff hier eingeblendet und dazu habe ich nachher die ausführliche Story, warum ich das gemacht habe. Ja? Ihr seht, er wollte ja unbedingt eine Marke machen. Ne? Kein Mensch, schaut mal, der ist ja auch nicht blöd, ja. Wer zieht schon bei solchen Veranstaltungen dauernd so ein saublödes Stirnband an? Warum macht er das? Ganz einfach. Er wollte Wiedererkennbarkeit. Er wollte sich unterscheiden von anderen. Er wollte eine Marke werden im Coaching-Bereich. Und deswegen zieht er jedes Mal dieses saublöde Stirnband an. Ja, jetzt braucht es nicht mehr. Aber als ihn keiner kannte, hat er jedes Mal das blöde Stirnband angezogen, weil alle wissen, das ist der Typ mit dem saublöden Stirnband. Ne? Das ist ganz einfach. Und so ist es. Genau. Also, warum solltest du auch eine Marke werden? Ja? Du wirst sonst Schwierigkeiten haben, überdurchschnittliches Geschäft aufzubauen. Genau, deshalb habe ich die gelbe Brille. Ja, Kerstin, habe mich schon gefragt, warum du diese gelbe Brille hast. Aha, jetzt kommt's raus. Genau, also auffallen tut sie, das ist sicherlich so. Ich werde euch nachher die Kriterien auch erklären. Also, aber erstmal, warum braucht ihr das? Na, weil sonst wird es schwierig, ein gut laufendes Coaching-Geschäft hinzukriegen. Ja? Mit gewissen fünfstelligen Umsätzen. Das wird halt sonst schwer. Ja, du wirst möglicherweise ein paar Glückstreffer landen, ein paar einzelne Erfolge feiern, ein paar Verkäufe, aber nichts planbar Konstantes. Ja?
und du wirst permanent Aufträge an Konkurrenten verlieren, obwohl du eigentlich viel besser bist, ja, für die Kunden, obwohl du inhaltlich viel besser bist. Und du gehst einfach ohne Marke auf Social Media haushoch unter, ja, in der Flut von Informationen und bekommst einfach niemals die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe, die dir zusteht und die du eben auch benötigst. Ja. Und überall könnt ihr sehen, die Marken werden immer stärker und die No-Names gehen immer mehr unter. So, jetzt ist einfach so, ich sage ja gar nicht, dass dieser Trend gut ist, den will ich gar nicht bewerten, ich kann ihn nicht ändern. Ja, das, was ihr machen könnt, ist mit diesem Trend gehen, ja, euch danach richten. Also ihr müsst eine Marke werden, da werdet ihr nicht drum rumkommen. Jetzt kommen wir hier nochmal schnell. Warum zieht Christian Bischoff dieses bescheuerte rote Stirnband an? Ne? Unter anderem, er macht ja noch ein paar andere Sachen. So, ich habe deswegen meine Frisur, sagt die Sabine, und die rote Brille. Alles klar, dadurch bin ich auch schon wirklich erkannt worden. Alles klar, ja, sehr gut. Genau, also es geht um Unverwechselbarkeit. Es geht um Wiedererkennbarkeit und in irgendeiner Form stark positiv herauszuragen. Ja? Dafür hat Christian Bischoff alles gemacht. So, und ich setze die Krone auf Angelika. Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist ja in Ägypten so. Ich weiß gar nicht, Kleopatra hatte doch so eine Krone mit so einer Schlange. Das wäre wahrscheinlich für dich, Angelika, genau das Richtige. Angelika lebt ja in Ägypten. Genau. Ich habe meine Haarsträhne. Ah ja. Sehr gut, also ihr seht schon. Jetzt erzähle ich euch die ganze Story. Ich habe ja vor ein paar Jahren so eine Speaker-Ausbildung bei Hermann Scherer gemacht. Das ist einer der Top-Speaker in Deutschland. Und ich habe ich habe zwei Tage eigentlich mit Hermann Scherer persönlich gebucht. Ja, das war einigermaßen teuer. Und an einmal haben wir uns am Frankfurter Flughafen in so einem Meetingraum getroffen. Und dann sagte Hermann so, als wir meine Positionierung und meinen Fall durchgegangen sind, sagte er, du Christian, vor 2 Jahren saß hier Christian Bischoff, ja, vor 3 Jahren saß hier Christian Bischoff. Ganz ehrlich, ich hätte mir niemals träumen lassen, dass der jetzt so massiven Erfolg hat, ja, so wie der damals da saß, müsstest du viel mehr Erfolg haben, ja, und die Story erzähle ich einfach, weil Christian Bischoff damals voll durchgestartet ist, nachdem der sich natürlich auch die teure Beratung von Hermann Scherer geholt hat, sozusagen. Ich wollte euch nur sagen, warum ist Christian Bischoff so erfolgreich? Ja, in relativ kurzer Zeit gewesen. Natürlich, weil er inhaltlich, muss man echt sagen, ganz toller, ganz herausragender Coach, Speaker ist, ja, ein ganz toller Mensch mit ganz vielen positiven Eigenschaften, aber eben auch, weil er mit seiner Marke einfach unverwechselbar geworden ist. Das muss man einfach so sagen. So, und jetzt geht's weiter. Ich habe euch den 5-Schritte-Prozess sozusagen versprochen, wie du zu einer starken Personenmarke wirst. Und das gehen wir jetzt durch. Ich werde es an meinem eigenen Beispiel sozusagen schildern. Ja? Der erste Schritt, wenn du eine starke Marke werden willst, ist natürlich ganz klar, musst du natürlich erstmal hier wissen, ja, okay, was ist denn deine Positionierung? Ja, beziehungsweise mit einem Bauchladen kann man keine Marke machen. Ja, das geht einfach nicht. Also man muss sich schon positionieren. Ja, und das ist einfach der erste Schritt. So, ist dein eigener Name eine Marke, die man schützen muss? Weißt du, Antje, es geht weniger darum, ob du das schützen musst, ja, weil, also das ist eigentlich nicht so, finde ich persönlich jetzt gar nicht so wichtig. Klar, wenn du einen Kunstnamen hast, wie jetzt zum Beispiel Apple, dann würde ich den auch schützen. Aber du hast Antje Kollén und das ist ja dein Name. Und die Leute sollen dich erkennen mit Antje Kollén. Ja, und bei mir ist eben Christian Mugrauer. Der Name ist so selten, da muss ich den gar nicht schützen lassen. Wer nennt sich schon Mugrauer? Weißt du, was ich meine? Das spricht jeder falsch aus. Und der kommt aus einem Dorf im heutigen Tschechien, ja, der heißt Mugrau, da war ich mal, da steht eben auf den Grabsteinen wirklich tatsächlich dauernd Mugrauer drauf, ja, und was soll ich jetzt sagen, also den Namen muss ich nicht schützen lassen sozusagen, es müssen nur dafür sorgen, dass der Name erkannt wird und mit dir in Verbindung gebracht wird, darum geht es hier eigentlich. So, jetzt kommen wir zu diesem 5-Schritte-Prozess.
Erster Schritt, Positionierung. Natürlich, jetzt sagt ihr ja schon wieder Positionierung. Ja, das ist halt die Basis. Also wenn du ein Premium-Geschäft haben willst, wenn du eine starke Marke werden möchtest mit Wiedererkennungseffekt, müssen die Leute, und das ist das Wichtigste, müssen ja genau wissen, für was stehst du denn? Ja, für was stehst du ein? Für was stehst du? So. Und das muss glasklar sein. Das darf nicht schwammig sein. Wenn ich dann so Sätze höre, ja, die irgendwie 3 Minuten gehen, ja, irgendwas um so schiffen, ne, das kann nichts werden. Die Leute kapieren nicht, für was du stehst. Ja, das muss einfach und schnell sein. Ich versuche das mit allen meinen Kunden inzwischen wirklich auf einen kurzen Satz zu bringen, ja, sodass das in 5 Sekunden rüberkommt, in maximal 10 Sekunden rüberkommt, einfach kurz rüberkommt. Das ist jetzt nicht unser Hauptthema, die Positionierung. Das machen wir zum anderen Zeitpunkt viel ausführlicher. Aber ich wollte dir einfach sagen, auch wenn es für dich, ja, langweilig kann es ja nicht sein, aber wenn es sich aus deiner Sicht wiederholt, dann sage ich, ja, es ist die Basis. Das ist einfach so. Zweiter Schritt. Du brauchst ein Premium-Konzept von A bis Z. Ich mache dir gleich anschließend ein Beispiel, ja. Genau, Premium-Konzept, das ist von der, du siehst zum Beispiel meine Seite, ja, meine PowerPoint-Folien, ja, die haben einfach einen gewissen Stil, der kommt immer wieder, ja, das ist auch jetzt so ähnlich mit meiner Homepage, also es zieht sich einfach durch. Wenn jetzt jemand zum Beispiel in meinen Mitgliederbereich kommt und Kunde wird, ist das innen auch so, ja, also und dieses Konzept, das musst du von A bis Z einfach durchziehen, ja, so. Das ist Schritt 2. Und da muss man überhaupt mal ein Konzept machen, weil sonst kann man es ja gar nicht durchziehen. So, drittens, du brauchst natürlich eine Wow-Homepage. Das bedeutet, die muss Premium sein. Also heutzutage ganz klar, niemand kann eine starke Marke sein, wer nicht wenigstens eine Seite hat und da auf einen Blick sofort klar wird, ja, für was stehst du? Und es muss natürlich ein Premium-Eindruck dann sein. Gut, wir haben hier den Schritt 4. Also das bedeutet, wenn du dich ganz klar positioniert hast, erst ein sauberes Konzept gemacht hast, dass du mit allen Kommunikationen so richtig durchziehst, überall, ja, und das ist sozusagen als prominenteste Visitenkarte heutzutage eben auf deiner Homepage, ja, ganz klare Linie, ja, da kommt sozusagen deine Marke durch. So, und dann musst du eben über längere Zeit Premium sichtbar sein. Was heißt es? Die Engländer sagen, 80% of your success is just showing up. Ja, das bedeutet, du musst einfach regelmäßiges Marketing machen. Du musst regelmäßiges Marketing machen. Wenn du das machst, braucht es Wiedererkennungswerte. Also nur so sozusagen kann sich in die Software deiner Interessenten einbrennen, für was du stehst. Ja, auch vielleicht ist ganz banal, das rote Stirnband oder die gelbe Brille, ja, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und dann gibt es so Verknüpfungen im Hirn und dann geht's ratzfatz, ja. Irgendwann hast du ein Problem und dann erinnerst du dich an den Typ mit dem roten Stirnband. Oder an den Christian Mugraer vielleicht, weil der Nachname so komisch aussprechbar ist. Also das war jetzt nur ein Beispiel. Oder an die gelbe Brille von Kerstin. Das ist schon so. Ja, und das muss einfach über längeren Zeitraum sich einbrennen können. Stellt euch einfach vor, das Unterbewusstsein eurer Zielkunden, das ist wie eine Software. In deren Software muss das rein. Ja, für was du stehst, wie das aussieht, wie du auftrittst und dein Thema einfach. Ja, und irgendwann, wenn die dann ein echtes Problem haben, das da passt, dann kommen sie zu dir. Genau. Also, das heißt, diese 4 Punkte, erst die Positionierung, für was stehst du? Dann eine ganz klare rote Linie muss ich überall durchziehen. Prominentestes Beispiel ist deine Wow-Homepage. Da muss kurz und knackig ganz klar sein, für was stehst du. Und dann musst du über einen längeren Zeitraum in deinem Marketing, ja, darüber haben wir jetzt schon mehrere Coaching-Mondays gemacht, einfach sichtbar sein. So, und irgendwann bildet sich so ein Premium-Eindruck bei deinen Kunden und du bist die Marke geworden. Ich mache jetzt ein Beispiel hier. Ja, Positionierung. Das ist ein Tool, das ich gerne einsetze mit meinen Kunden. Für was stehst du? Ja? Du musst einen Wow-Nutzen für deine Kunden stiften, zack, bumm. Und gleichzeitig, würde ich dir raten, sollte das dein Thema dir mega viel Spaß machen, auch mit dieser Zielgruppe. Dann bist du perfekt positioniert. Zweitens, du brauchst ein Konzept,
das durchgezogen ist wie eine rote Linie. Ja? Hier zum Beispiel siehst du das am Beispiel von allen meinen Folien, die sehen immer gleich aus. Ja? So, dann die Wow-Homepage, zieht sich hier durch. Du siehst es, kein Zufall, zieht sich voll durch. Ja? Einfach, hier meine Mission, zack, bumm, da ist mein Positionierungssatz. Ist jedem völlig klar, was ich mache. Ja? So, nächster Punkt, Premium-Sichtbarkeit über längere Zeit. Jeden Montag Coaching-Monday, jeden Mittwoch Mentoring-Mittwoch. Ja? Über einen längeren Zeitraum, das mache ich jede Woche. Ja? Und immer, ihr seht, rote Linie, immer wieder ähnlich. Ja? Auch hier dieses Bild hier, immer wieder ähnlich, immer wieder ähnlich. Man braucht Wiedererkennbarkeit. So, und irgendwann gibt es einfach die Premium-wahrnehmenden Kunden. Das ist jetzt zum Beispiel das aktuelle Banner von unserer Facebook-Gruppe hier. Ja? So, so läuft es. Das ist der 5-Schritte-Prozess, wie du quasi zu stark wahrgenommenen Premium-Marke wirst über diese 5 Schritte. Genau. Gibt es dazu Fragen von euch? Gibt es dazu Fragen? Weil ansonsten kommen wir zum ersten Fall. Wer hat jetzt an der Stelle eine Frage? Ja, das sind die 5 Schritte, wie du eine Marke wirst. Und du merkst, es baut alles aufeinander auf. Ja? Es ist eigentlich keine Hexerei. Es ist keine Hexerei. Aber es muss alles sauber gemacht werden. Und die meisten Kunden, die zu mir kommen, gehen wir es mal durch. Ja? Und das werden wir dann nachher bei den Fällen sehen. Die sind mittelmäßig positioniert, nicht ganz klar hier positioniert. Ja? Es gibt keine rote Linie, die sich überall durchzieht. Ja? Sie haben schon gar keine Wow-Homepage und schon gar keinen Premium-Funnel. Ja? Und teilweise haben sie regelmäßiges Marketing, aber wenn die 3 Elemente hier vorne nicht stimmen, kann sich das nicht auf eine starke Marke positiv auswirken. Und damit haben sie einen schwachen Eindruck beim Kunden oder höchstens einen mittelmäßigen und limitieren dadurch eben ihren Erfolg. Ja, so, und das kannst du nur dadurch lösen, indem du hier von A bis Z hier richtig durchgehst. Ja, so, und dadurch baust du es auf. Da gibt es keine Abkürzung. Genau, deswegen sind internationale Marken wie jetzt Apple und so weiter, die sind sehr strikt. Ja, die sind sehr strikt. Also da muss immer alles ganz genauso sein. Und da ist genau die Schriftart und genau der Rotton und oder Schwarzton oder was auch immer. Ja, da gibt es kein Millimeter Abweichung. Das habe ich schon gelernt, als ich 13 Jahre Manager bei Swarovski war. Ja? Und meine letzte Chefin war ja die weltweite Marketingleiterin, eine Hongkong-Chinesin. Und ja, das ist mir natürlich damals in Fleisch und Blut übergegangen. Und das ist für Coaches und für Dienstleistungsbusiness natürlich genau dasselbe. Für jedes Premium-Business ist es genau dasselbe. Es gibt keinen anderen Weg. Gut, einen Künstlernamen, Antje? Tja, keine Ahnung. Das kann man so pauschal nicht sagen, kann aber je nachdem eine gute Idee sein. Warum nicht? Ja? Also Heino ist schon besetzt, Antje. Das würde jetzt für dich nicht passen, finde ich. So, kleiner Scherz, jetzt machen wir hier weiter. Jetzt kommen wir zum ersten Fall. Jetzt kommen wir zum ersten Fall von der Kerstin Schneider. Ja? Also die Dame hier mit der gelben Brille hier, ja, sie hat den ersten Fall eingebracht zu Luna. Aha, alles klar. Ja, den würde ich jetzt hier nicht verraten. Lass uns das mal intern klären. Zu Luna, ja, hört sich erstmal gut an. Ne? Genau. Also es kann schon sinnvoll sein. Also das, ich bin so ein Fan von persönlichem Namen. Ja, aber manchmal, je nachdem, was man auch geschäftlich vorhat, kann so ein Künstlername auch sinnvoll sein. Oder wenn man das Geschäft später verkaufen will, kann es auch besser sein, wenn man nicht den persönlichen Namen nimmt. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal musst du dein Geschäft erfolgreich machen. Genau. Gehen wir auf den Fall von der Kerstin Schneider hier ein. Ja, sie hat hier geschrieben, ja. Danke für die Einladung zum Coaching Monday. Ich bin bezüglich Webseite. Der Grund war, ich habe gesagt, sie sollen die Webseite posten, damit ich schauen kann, wie die Webseite ausschaut. Sie sagt, sie hat keine. Ja? Sie sei gerade im Überlegen, ob sie da eine machen soll. Sie hat erstmal nur 7 Wochenstunden. Vermutlich hat sie einen anderen Job, ja, einen Hauptjob und muss da gut fokussiert sein. Und jetzt hat sie keine Zeit, eine Webseite zu machen. Deshalb hat sie die Fanpage benutzt. Okay. Und die heißt Mamis Zeit. Ja? Genau.
Ja, gut, Ellen, lass uns da mal kurz drauf eingehen. Ich möchte aber dann wirklich auf die Kerstin eingehen. Dann mache ich einen längeren Block und dann könnt ihr nochmal Fragen stellen. Wie lange dauert so ein Prozess? Das hängt von der Intensität ab, mit der du tätig bist. Wenn du das sozusagen mit meiner Intensität machst, glaube ich schon, dass das, ja, ich nenne jetzt einfach mal ein Jahr. Ja, ein Jahr musst du rechnen. Deswegen ist auch mein 12-Monats-Mentoring-Programm so aufgebaut. Ja. So 3 bis 5 Monate dauert es, bis du die Grundlagen gelegt hast, systematisch. Ja. Also wenn wir hier tätig sind, ja, das hier, ja, das hier ist alles kein Problem. Das kann man in 2 Monaten hinkriegen. 2 Monate, die ersten 3 Schritte. So. Aber dann über einen längeren Zeitraum die Sichtbarkeit machen, sodass dieser Effekt entsteht, das ist lange, das dauert eine Weile. Und da ist ein mega Lernprozess drin, das haben wir jetzt die ganze Zeit gesagt, jede Woche, ja. Also das dauert hier hinten. Wenn du in einem guten Programm bist, wie zum Beispiel in meinem PEP-Programm, dauert das keine 8 Wochen. Ja, in 8 Wochen kriegt man sowas hin hier. So. Aber jetzt kommen wir zu Kerstin. Also die Kerstin hat keine Homepage, weil sie glaubt, es dauert zu lange. Ja? Und sie hat da irgendwie eben diese Mamis-Zeit, Gesundheit und Wohlbefinden für Mamis. Das ist ihr Klientel sozusagen. Ja? Habe ich mir angeguckt. Habe ich mir angeguckt. Da komme ich noch drauf zu sprechen, aber eines ist klar, ja, Kerstin, da machst du einen Denkfehler. Ja? Du schneidest dir brutal ins eigene Fleisch, wenn du keine Homepage machst. Also wir musst ja keine 10 Seiten machen, aber eine wenigstens. Ja. Eine Seite Homepage ist keine Hexerei heutzutage und das kann man auch gut machen. Das sind Dinge, die zum Beispiel die Sabine Schade, die hat von mir eine Seite bekommen, ja, innerhalb von 3 Tagen. Ja. Das war ein Sonderfall, aber das ging dann ratzfatz. Ja. Das geht manchmal bei Mentoring-Kunden, je nachdem, wenn schon eine gewisse Positionierung da ist, wo man nicht alles erfinden muss. Ja, sie hat die erste Seite da innerhalb von 3 Tagen bekommen. 3 Tage hat es gedauert. Also von daher, Kerstin, Homepage, das würde ich mir nochmal überlegen. Das gehört zu einer Marke einfach dazu. So, jetzt hat sie hier unten, schaut mal her, das war für mich neu, das wusste ich gar nicht, dass man bei einer Fanseite kann man sowas machen wie so. Da kann man 5 Bilder speichern, scheinbar, ja. Sie hat jetzt hier 5 Bilder gespeichert. Und die letzte Seite hier, das sind ihre Kontaktdaten. Sie benutzt das als Homepage. Ich muss sagen, für das, dass du sonst nichts hast, ist das ganz ordentlich gemacht, ja. Genau, kerstinschneider.com ist noch frei. Kerstin, da hast du Glück, genau. Also für das, dass du nichts hast, hast du es ordentlich gemacht, muss man sagen. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie viel Marke steckt da drin, dann würde ich sagen, da ist natürlich sehr, 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 sehr viel Luft nach oben, ja, ganz klar. So, dann hast du hier aufgeschrieben, wer deine Zielgruppe sind, wer deine Zielgruppe ist und was du eben hier anbietest, ja. Da hast du mir jetzt inhaltlich alles aufgeschrieben. Du machst 1:1-Coaching hier. Später Gruppencoaching, Mitgliederbereiche, bla bla bla. Also im Moment machst du hier 1:1-Coaching. Also man könnte sagen, es ist eine Art ja, Coaching-Paket. Es ist kein Premium-Paket, Kerstin. Das ist kein Premium-Paket. Premium-Paket habe ich schon viel mal definiert, aber es ist ein Coaching-Paket, was du hier anbietest. Übrigens typisch beschrieben, ja, typisch beschrieben, du erwähnst hier, wie du arbeitest, ja, genau. Aber was mich interessiert und welche Ausbildungen du hast, aber was mich halt interessiert, ist sozusagen, welchen Nutzen du stiftest, ja, also sozusagen, ja, welches Problem deines Kunden löst du und wie wird das transformiert, ja, das ist eigentlich entscheidend. Und ich bin dir aber dankbar, dass du das aufgeschrieben hast, weil die meisten Coaches ticken so, ja, die würden hier begründen, dass sie mit dem Zürcher Ressourcenmodell arbeiten, ne, Kerstin, das ist das Zürcher Ressourcenmodell, oder? ZRM meinst du Zürcher Ressourcenmodell, stimmt es? Ja, jetzt hast du Riesenschwein, dass ich weiß, was ZRM ist, ja, aber normaler Kunde hat keine Ahnung, was ZRM ist, ja, der denkt, ist es was Unanständiges, ja, keine Ahnung, ZRM.
So, also die Kunden interessiert es nicht. Die gehen davon aus, dass du das Zeug kannst, ja. Die interessiert, welchen Nutzen du bietest. Also wobei hilfst du ihnen, ja? Welches Problem kannst du wirklich massiv transformieren? Das ist relevant. Und dazu kannst du ein Premium-Angebot machen, wo einfach mit 95%iger Wahrscheinlichkeit das Kernproblem dieser Kunden transformiert wird. Genau. Inhaltlich scheinst du gut zu sein, das hast du dir alles tipptopp überlegt, du hast mehr als genug Ausbildungen, aber das ist eben im Auftritt auf einer Homepage das Falscheste, was man machen kann, sowas draufzuschreiben. Das darf man nicht machen. Ja? Also, was die Kunden interessiert, bei welchem Problem kannst du helfen, ne? Und welche Lösung kriegen sie bei dir? Wohin sie wollen Hoffnung haben, ja? Und einfach sehen, ja, dass es bei dir eine Lösung gibt. Das ist das, was sie interessiert. Also du musst immer nutzenorientiert die Sachen darstellen. So, jetzt kommen wir hier noch zum Beispiel. Sie hat auf ihrer Fanseite, mehr konnte ich ja nicht beurteilen, mehr gibt es nicht, ein paar Videos. Ja, und da ist mir aufgefallen, dass du eigentlich ganz gute Videos machst, deine Sprache ist klar, dich versteht man gut, du scheinst kompetent zu sein, aber warum auch immer denkst du hier, die Tafel ist wichtig und du bist nur so zum Drittel hier sichtbar. Ja? Das ist schlecht. Ja? Du bist immer nur seitlich sichtbar. Also obwohl eigentlich alles ganz gut ist, aber das wertet natürlich auch die Videos ab. Das sollst du nicht machen. Zeig dich da richtig. Es wirkt so ein bisschen, wie du dich da hinter der Tafel versteckst. Ne? Das ist jetzt nur so ein Tipp, würde ich dir raten. So, jetzt das Markenpotenzial zusammengefasst von Kerstin. Markenpotenzial. Ich habe hier diese Kriterien von vorher einfach mal genommen und einfach geguckt, wie schätze ich sie ein? Ja? Wie ist das Markenpotenzial? So, und ja, und der erste Punkt, Positionierung als Marke. Also sie hat ja hier diesen Stressfaktor für die Mamis. Ja, da steht sie scheinbar dafür. Das ist eine gewisse Positionierung, aber als Marke noch ziemlich schwach. Ja, hier auf der Fanseite. Und ganz ehrlich, das Angebot ist nicht Premium, das kann man viel besser formulieren. Ich vermute mal, dass du mit deinen Erfahrungen, wenn man dir hilft, das Angebot viel besser zu gestalten als echtes Premium-Angebot, kannst du das viel besser machen. Und unter Premium verstehe ich, wie gesagt, nicht, das einfach teuer zu machen, sondern so zu konstruieren, ja, dass einfach der Kunde mit 95%iger Wahrscheinlichkeit transformiert wird. Ja, und also erster Punkt, den würde ich hier so bei 2-3 einschätzen. So, dann Premium Homepage Identity, da hast du halt nichts, ne? Da bist du am Anfang, ganz klar. So, das ist logisch. Dann die Reichweite, hast du überall Premium, hast du natürlich auch nichts, da bist du am Anfang. So, dann wichtiger Punkt sozusagen heutzutage, die Leute erwarten ja, dass sie erstmal eine Kostprobe von dir bekommen. Jetzt könnte man sagen, ja okay, auf dieser Fanseite gibt es ein Video von dir, da stehst du aber nur so auf der Seite und versteckst dich ein bisschen hinter der Tafel. Also es gibt keinen Funnel, wo diese Leute auf automatisierte Art und Weise, wie man das eben von einer Marke gewohnt ist, was bekommt. Du hast keinen Premium-Funnel, da ist nichts da, auch nichts da. Gut, jetzt, wie ist deine Sichtbarkeit? Jetzt kann ich nicht beurteilen, wie häufig du auf deiner Seite, auf deiner Fanseite aktiv bist. Das scheint das Einzige zu sein, was du hast. Hast du jetzt mir nicht gesagt, du hast keine Gruppe, davon gehe ich jetzt mal im Moment aus. Du hast keine Facebook-Gruppe. Ich gehe davon aus, dass diese Sichtbarkeit auch nicht gut ist, ja. Und so eben auch nicht auswertet. Und jetzt kannst du dreimal raten, wo die Bewertung ist, da irgendwo dazwischen. Ja? Die Bewertung, die Gesamtbewertung im Moment ist da. Und wenn du erfolgreich sein willst, ja, wenn du träumst ja wahrscheinlich auch davon, du machst es so jetzt nebenher, ja, aber du träumst ja auch davon, dass du mal gut davon leben kannst, dann musst du einfach hier sein, ja, da musst du hin. Und grundsätzlich wäre es schon möglich mit deinem Thema, ja, einfach das Thema dahin zu entwickeln. Also dir sozusagen, dich als Marke zu positionieren, das ist grundsätzlich schon möglich mit dem, was du machst. Ja, es ist grundsätzlich möglich. Ja, aber du siehst auch, du bist ein Stück weit halt davon entfernt. Ne? Genau. Der Premium-Gedanke, sagt sie, ist in meinem Denken neu. Ich hielt das bisher nicht für möglich, dass es Mütter
Ja, warum denn nicht? Also, weißt du, es geht ja, man muss an deinem Angebot eben sich am Nutzen der Kunden orientieren, ne? Jeder Mensch ist an einer Lösung interessiert, wenn es ein schwerwiegendes Problem löst, ja? Und daran muss man arbeiten. So wie das bisher bei dir gemacht ist, reicht das nicht aus, ja? Das ist aber ein typischer Fall. Ja, täglich kommen Leute zu uns ins Strategiegespräch mit genau so einer Situation. Also Kerstin, das ist ganz normal, ja. Aber das geht natürlich alles, ja. Genau. Also fassen wir nochmal zusammen. Also du brauchst auf jeden Fall eine Premium-Homepage, sonst gibt es keine Marke. Ja? Also dass du keine Homepage hast, ist ein Fehler. Ob du jetzt, selbst wenn du jetzt weiterhin vielleicht 7 Stunden pro Woche hast, wäre es eine tolle Investition, wenn du wenigstens eine Homepage hast, die gut ist. Ja? Aber eben nutzenorientiert und nicht, welche Kurse hast du gemacht und so weiter und so fort. Ne? Ich habe es vorher erklärt. Genau. Ja, du hast eigentlich schon Potenzial, weil du gut rüberkommst, du kannst gut sprechen, ja, du kannst auch kompetent Dinge erklären. Aber ich würde dir raten, mach's ganz oder gar nichts. Sonst wird das eben eine Liebhaberei bleiben. Das bedeutet, wenn du nicht wirklich Premium bist, wenn du nicht wirklich das Zeug durchdenkst, dann wird es eine Liebhaberei bleiben. Eine Liebhaberei ist etwas, wo du deine 7 Stunden pro Woche reinhängst und da kommt aber nur ein ganz klein wenig raus. Du hast ein paar kostenlose Fans, vielleicht wollen die von dir auch Tipps haben, aber mehr wird einfach nicht raus. Ne? Das ist für mich eine Liebhaberei. Wenn du ein richtiges Business haben willst, wenn du ein Business haben willst, dann musst du die Dinge tun, die ich dir geschildert habe. Ja? 5-Schritte-Prozess und am besten geht es heutzutage am schnellsten in einem Programm, ja, wo eben all diese Dinge systematisch vorgegeben sind, dir erklärt werden, wo du Lösungen bekommst, sogar ja, technische Unterstützung und so weiter. Genau. Ja, gut, also das ist der erste Fall. Kerstin, so sehe ich das. Ne? Jetzt kommen wir mal zum zweiten Fall. Die Sabine Mathieu. So, die lebt, glaube ich, ich bin nicht mehr ganz sicher, ist es Kolumbien? Oder ist es Kolumbien oder ist es Peru? Kannst du mir nochmal schnell helfen? Ich meine, es ist Peru, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Wo lebst du nochmal? Kannst du das schnell posten? Genau. Also die Sabine ist deutsch und ich habe mit ihr schon mal einen Zoom-Call gehabt in einem Strategiegespräch und ja, da war es halt so. Sie hat dann irgendwie so einen Regenwald im Hintergrund, ja, da wo sie wohnt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wo sie eben zu Hause ist, Peru oder Kolumbien. So, Kolumbien, war es Kolumbien? Alles klar, Sabine. Okay, also, das hat sie geschrieben. Hallo Christian, super Thema. Ich bin gerade dabei, eine Webseite zu machen und die Firma, die das macht, hat mir erklärt, aha, alles klar. Also, du möchtest jetzt hier eine Webseite machen. So dreht sich mein Konzept in meinem Kopf gerade etwas. Ja, das, okay. Ich dachte immer, ich werde Coaching machen. Ich bin aber auch Sängerin und Seminarleiterin. Doch mein Umfeld sieht und ehrt mich ständig mehr für meinen Gesang und ich komme zu der Entscheidung, jetzt die Sängerin als Marke herauszubringen. Okay. Also ganz ehrlich, Sabine, deine Argumentation ist nicht ganz schlüssig. Ne? Ich hoffe für dich, ja, dass du deswegen jetzt die Sängerin nimmst, weil du es für die richtige Lösung hältst, ja. Ob dich jetzt dein Umfeld dafür ehrt und so weiter, das ist doch völlig egal. Also wichtig ist, was du willst, sozusagen. Also ich hoffe für dich, dass der wichtigste Punkt ist, dass du dir da hundertprozentig sicher bist, dass du da richtig positioniert bist, ja. Und so wie ich das wahrnehme, ist das nicht ganz klar, ja, wie genau. Und dass das auch im Moment noch nicht klar ist. Und da kann ich nur sagen, wenn das eben nicht ganz klar ist, ja, dann ist es halt so, wenn das nicht ganz klar ist, ja, was soll dann auf der Homepage stehen? Weißt du, was ich meine? Also das kann ja auch kein Techniker lösen. Also da bist du wieder mal bei der Positionierung. Ja, da glaube ich, musst du einen Schritt weiterkommen. Sonst schmeißt du das Geld zum Fenster raus. Da nützt dir dann am Ende auch nichts, so eine nette Homepage, ja, wo man sich sozusagen um die klare Positionierung rumwindet, ja. Solche Homepages. Kennt ihr solche, wo man sich um eine klare Positionierung herumwindet, mit netten Bildern, ein paar netten Worten, aber am Ende weißt du doch nicht genau, was ist jetzt da Sache, ja?
Genau. Jetzt sagt sie weiter. Dazu fällt mir noch eine Frage ein. Jetzt geht es hier um die Sabine oder Savin. Okay. Und ob du als Marke Savin Mathieu oder Savin wähle. Ich kann es nicht trennen, weil der Gesang mich von Kindheit an begleitet und Teil von mir ist. Ja, Savin, man weiß auch gar nicht genau, wie man dich übrigens nennt. Also es ist mir schon aufgefallen, als du dann zu mir ins Strategiegespräch gekommen bist. Bisher bist du nicht Kundin geworden, aber mir war von Anfang an nicht genau klar, wie heißt du jetzt eigentlich? Heißt du jetzt Sabine oder heißt du Savin? Ja, weil da ist ja nur, wenn ich es richtig überlege, ein Buchstabe Unterschied. Das weiß man nicht genau. Also guck mal, der erste Entscheid ist eigentlich, wer bist du? Ja, also wirklich das Thema Positionierung bei dir. Ja, und willst du jetzt, und mit was willst du mit dem Gesang Geld verdienen? Also ist das ein Heilgesang, mit dem du Menschen heilst? Ist das ein künstlerischer Gesang, mit dem du Lieder und Platten aufnimmst? Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, da gibt es eine Menge Fragen, die, und da spüre ich jetzt einfach hin, ich sage dir das jetzt so, wie ich das wahrnehme, die unausgegoren sind. Ja. Ich habe damals in dem Strategiegespräch schon den Eindruck gehabt, eben, dass du, ja, zwar, also das mit dem Gesang habe ich mitbekommen, dass dir so eine gewisse Zentriertheit hier fehlt. Auf jeden Fall, hier gibt es viel Unklarheit und da muss halt Klarheit rein. Ne? Da können wir jetzt noch lang und breit drüber reden. So, also dein Markenpotenzial, so wie ich das hier annehme, und ich habe jetzt einfach mal diesen Namen Savin als Künstlername hier genommen. Vielleicht, also wenn du wirklich auf Gesang gehst, könnte das eine gute Idee sein. Ja, da ist ja auch ein Künstlername sozusagen Standard. Und ich kenne keine Savin, also vielleicht ist der Name auch noch frei. Ich habe bisher eine CD und mehrere Aufnahmen. Alles klar. Ja, vielleicht kann man ja auch den Gesang mit Coaching kombinieren. Also das wäre auch eine Frage der Positionierung und des Angebots. Ja, vor allen Dingen in einem Premium-Angebot, falls du so eine Art Heilgesang machst, wäre das ja möglich. Ja? Schauen wir uns hier mal das an. Also Positionierung, Marke, würde ich sagen, auch eher unterer Bereich. Homepage, glaube ich, hast du irgendwie. Ja, ich glaube, ich meine, du hättest es. Das muss ich aber sagen, habe ich jetzt nicht überprüft. Ja, irgendwie, ja, machst du nur gelegentlich irgendwas. Ne? Also bisher bist du aus meiner Sicht nicht groß sichtbar. Du hast auch keinen Funnel, schon gar keinen Premium-Funnel. Bist also nicht sichtbar. Und die Gesamtbewertung wäre auch eher mager. Ja? Wiederum, wenn du also mindestens 10.000 im Euro verdienen willst, musst du da hin. Da kommen wir nicht umhin. Und jetzt habe ich einfach, und jetzt habe ich dir einfach ein paar Tipps zusammengefasst. Also ich nehme dich so wahr, dein Gesang finde ich irgendwie interessant. Ja? Also dein Gesang hat was. Ich habe den schon mal gehört. So. Und es wirkt für mich so ein bisschen, deine ganze Positionierung, ja, da dokterst du schon ewig rum, ja, und du kommst da irgendwie nicht recht weiter. Ich würde dir Folgendes raten: Schau, dass diese Positionierung mal klar ist, dass du dich da zentrierst und nicht zerstreust, ja, und dass du nicht zu schnell jetzt irgendwie eine hübsche Homepage machst, ohne dass es klar genug ist, oder? Genau. Ich glaube, du brauchst erst ein sauberes Konzept und jetzt nicht schnell irgendwie eine huschi-wuschi Homepage. Und da würde ich dir raten, geh diesen Weg, dass dir erstmal klar wird, was du willst. Ja? Wie willst du dich positionieren? Wer willst du sein? Wie willst du dein Geld verdienen? Wie sieht denn überhaupt dein Geschäftsmodell aus? Ja? Und das sind alles Fragen, wenn du da überfordert bist, komm halt in Gottes Namen in ein Programm, wo dir geholfen wird. Ja? Wo du diese Fragen klärst und wo du auch gezwungen bist, ja, diese Fragen zu klären. Anschließend ist es sicher gut, wenn du dann eine Homepage machst. Aber mein Gefühl sagt, das sage ich dir jetzt einfach, dass du zu schnell vorwärts gehst, dass die Grundlagen nicht klar genug sind und damit wird es natürlich auch wenig erfolgreich sein, wenn du so vorgehst. Ich würde dir wirklich raten, klär diese Hausaufgaben. Ja, klär einfach diese Hausaufgaben. Wirklich diese Hausaufgaben klären. Nichts umschiffen die Positionierung,
wie willst du Geld verdienen, wie ist dein Angebot genau, kombinierst du jetzt Coaching und Gesang, ja, ist das überhaupt ein Heilgesang? Also ich kann mir vorstellen, dass eben dieser Gesang ein großes Potenzial ist, was du hast, ja, glaube ich. Aber dir würde es, diese innere Klarheit zu schaffen, dich lernen zu konzentrieren, sehr produktiv zu sein, ja, und das kann man lernen, das wäre ein Segen für dich. Also konkret mein Produkt, für immer erfolgreich, da findest du auch den Link hier irgendwo in der Gruppe, wäre ein tolles Segen für dich. PEP sowieso, also mein Premium-Programm natürlich, würde alle Fragen, Positionierung, gibt dir auch eine Homepage und so weiter, würde natürlich alles klären. Aber wenn für dich das im Moment zu viel ist, dann würde ich dir wenigstens das für immer erfolgreich Programm empfehlen. Es ist erschwinglich und hilft dir einfach, innere Klarheit zu gewinnen. Weil ich vermute mal, ja, dass du schon eine Mission hast und da musst du einfach klar genug sein. Und das bist du im Moment nicht. Ja? Man spürt so irgendwie, machst du ja dann doch vorwärts. Aber diese Zentriertheit würde dir einfach gut tun. Ja, gut. Genau. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt kommt noch ein spannender Fall, die Pia Hofer. Die Pia Hofer macht was ganz anderes. Ja. Pia, bist du noch da? Pia, bist du noch da? Zeig dich mal. Genau, also die Pia kommt aus Bern, ist eine Kundin von mir, die ist schon im PEP-Programm. Ja, und arbeitet, also sie hat ein ganz tolles Programm, da geht's, sie hat übrigens 2 Auftritte hier, ja. Ah, Pia, super, alles klar. Ja, also Pia hat 2 Auftritte. Sie ist einerseits, macht sie eben Fußreflexzonenmassage hier mit dieser Seite, ja, wahrscheinlich piahofer.ch und sie macht gleichzeitig aber auch was sozusagen, was, ja, da geht es um das Thema Sexualität, sowohl für Frauen und für Männer. Da hat sie so ein Jahrestraining. Und dieses Thema, das nennen sie Body Essence. Ja? Ich glaube, das ist mit Body Essence. So kam sie zu mir, ja, mit diesen 2 Identitäten. Und jetzt war relativ schnell klar, dass sie sich natürlich auch zukünftig ganz klar halt auch positionieren muss. Ja? Bitte, Sabine. Jetzt analysiere ich mal aber dieses Markenpotenzial in dem Zustand, als sie zu mir kam. Ja? Also ihr seht, hier macht sie wirklich was ganz Solides, kann man sagen. Also Fußreflexzonenmassage finde ich was ganz Solides. Und das hier ist auch solide, aber ist ein ganz anderes Thema. Ja? Da hat sie, sage ich jetzt mal, 2 Welten. Ne? Und jetzt geht es natürlich zukünftig darum, okay, auf was konzentriert sie sich? Ja, aber hier, jetzt in der Sendung, analysiere ich einfach diese 2 hier. Gut, Markenpotenzial von Pia. Ja, übrigens, ja, was glaubt ihr, in welche Richtung es geht? Machen wir mal ein kleines Spiel. Was glaubt ihr, in welche Richtung kreiert die Pia gerade ihr Premium-Angebot? Eher Fußreflexzonenmassage oder eher, sagen wir mal, sinnliche Entwicklung von Weiblein und Männlein inklusive dem Thema Sexualität. Was glaubt ihr, wie sie sich positioniert und wo sie gerade ein Hammer-Premium-Produkt kreiert? Ja? Eher beim Body, okay, Leben in Fülle, okay, Body Essence, ja, genau. Sex, da ist mehr drin. Okay, ja, okay, etwas geschäftlich, ja, alles klar, Body, Fußreflex, die Ellen, ja, könnte man auch, ja, Sinnlichkeit, Das 2. Lebensfülle, sinnliche Entwicklung, okay, also Pia, du machst alles richtig, ja, wir machen alles richtig, also die Leute sehen schon, wo es bei dir hingeht, ja, die Leute nehmen wahr, wo deine Reise hingeht, Pia. Ja, also das finde ich ja auch spannend, ja, weil viele, die es geschrieben haben, Fußreflex kann man nicht automatisieren. Also es stimmt, also virtuell mit Zoom, ein Zoom-Call mit Fußreflex-Tonmassage wird schwierig, das ist sicherlich so. Ja, Harald, klar Nummer 2, Pia, ja, genau. Also wir machen alles richtig, ja, und ein wunderschönes Bild, okay.
Also, es ist, ja, alles ist Energie. Okay, gehen wir mal hier weiter, ja. Also das Markenpotenzial von Pia Hofer bisher, ja, bevor sie zu uns kam, ja. Markenpotenzial, bevor sie zu uns kam, genau. Ja, alles ist Energie, sagt die Sabine, darum spüren wir das. So ist es, genauso ist es, genauso ist es. Genau. So, jetzt ihr Markenpotenzial, bevor sie zu uns kam. Genau. Sie hat zwei saubere Homepages, das muss man sagen, aber trotzdem eher schwach ausgeprägt. Ja. Schwach ausgeprägt, würde ich sagen. Ist das eine Premium-Homepage, was ich drunter verstehe? Nein. Aber es ist immerhin eine. Immerhin eine Homepage. Zwei sogar. Ja, zwei sogar. Reichweite habe ich nicht wahrgenommen, dass sie viel macht. Ne? Also in sozialen Medien, glaube ich, hat bisher die Pia ziemlich wenig gemacht. Ja? Sie muss über andere Kanäle erfolgreich gewesen sein, aber nicht über die Social-Kanäle. Premium-Funnel hat sie auch nicht gehabt. Sichtbarkeit schwach. Ja, war einfach nicht gut sozusagen. Und Gesamtbewertung ist natürlich auch eher mager. Genau dasselbe, ja, wenn man einfach auf Dauer richtig gut verdienen will und sie verdient schon, also sie ist schon erfolgreich, ja, die Pia ist schon erfolgreich, genau. Google-Platzierung, ja, okay, da könnte man, hast du schon recht, ja, organisch, also dessen Aspekt, den habe ich jetzt hier nicht berücksichtigt, weil das, muss ich sagen, habe ich jetzt vergessen, aber da gebe ich dir recht. Also gut, dann geht es 3 mm noch hoch, ja. Genau. Die Kerstin schreibt gerade, ob irgendwo ein Beitrag ist, was ich unter Premium, Homepage und Funnel verstehe. Schau mal die Lektionen. Da ist sicher eine Lektion drin. Und sonst kannst du meinen kostenfreien Online-Workshop ganz oben im Sticky-Post dich anmelden und das anschauen. Ja, da ist sicher erklärt. Genau, also entweder in Lektionen. Oder Sticky Post, einfach als der oberste Post hier, wenn du reinkommst. Und da kannst du dich für das kostenfreie Online-Workshop anmelden und da wird das sicher erklärt. Gut, also hier geht's hoch und da sind wir ja auch unterwegs. Das heißt, die Pia kriegt jetzt eine ganz klare Positionierung. Die Pia bekommt hier auch eine ganz klare Premium-Homepage. Ja, hier, so, ja. Die Pia kriegt einen Premium-Funnel. Ja, wir sind schon dabei, das hier zu definieren. Da sind wir schon ziemlich weit. Das Angebot ist schon ziemlich weit. Ja, und dann kommt die Premium-Identität und die Homepage. Ja, das ist der nächste Schritt und ihren Funnel. Sie kriegt einen Funnel. Ja, wahrscheinlich ein Webinar-Funnel. Müssen wir noch ausarbeiten. Ja, das kriegt sie. Also sie wird sicher hier liegen für ein ganz tolles Thema. Also sie hat ein Hammer-Programm im Angebot. Ja. Das sind wir gerade dabei auszuarbeiten. So, und jetzt liegt es natürlich dann an ihr, dass sie auf dieser Basis diesen Funnel auch schön fleißig einsetzt und regelmäßig, premiummäßig auftritt. Ja? Genau. Ja, super, Pia. Ja, das glaube ich auch. Ja? Sie schreibt ja, ich bin total erleichtert, dass ich Hilfe habe, habe lange allein rumgebastelt. Ja, das glaube ich allerdings und du hast es gut gemacht. Ja? Du hast es sogar sehr gut gemacht. Da gibt es viele, die machen es nicht so gut, wie du es gemacht hast. Ja? Und trotzdem ist dein Potenzial da, wo du hin möchtest, ja? Wo du einfach sagst, da kannst du sozusagen deine Berufung voll leben. Du kannst deine Mission gerade noch mit den Frauen viel stärker ausleben. Ja? Da wird natürlich dieses Premium-Programm, dieses Premium-Online-Programm eine super Hilfe sein. Genau. So, und dann kriegst du hier, arbeiten wir ein Marketing-Konzept aus. Ja, sodass einfach dann diese Regelmäßigkeit da ist, auch zu diesem Thema. Genau. Und die Gesamtbewertung, in der Gesamtbewertung wirst du über diesen Strich hier kommen. Ja, und damit ja, hast du super Chancen, dein Ziel auch eben zu erreichen. Ja, das ist ganz klar. So, also Tipp, ja, langfristig klarer Entscheid, so haben wir es ja auch besprochen. Also entweder Fußreflexzonenmassage oder das Thema Sinnlichkeit sozusagen. Ganz klare Positionierung, das Beste sichtbar machen. Ja? Kontinuierliches Profi-Marketing, wirklich kontinuierlich, fleißig, regelmäßig. Ja?
nach unserer Anleitung und damit wirst du eine enorme Größe erzielen, du wirst riesen Erfolg haben, da bin ich hundertprozentig sicher und du wirst für dieses Thema Sexualität einfach eine tolle Marke sein. Sag mir doch eine tolle Marke, die bisher mit einem Hammer-Premium-Programm so positioniert ist. Es gibt ja niemand. Ja? Wenn du das jetzt die Hausaufgaben richtig machst und mit unserer Unterstützung haben wir gute Chancen und dann fleißig bist, ja, hast du Riesenchancen, dich als Erste da ganz klasse zu positionieren. Das ist einfach so. Also so sehe ich das. Pia, hast du noch eine Frage? Hast du noch eine Frage abschließend? Jetzt? Ja? Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Also fassen wir mal zusammen. Also wie schaffst du es in überschaubarer Zeit systematisch zur starken Marke zu werden, nach der sich andere umdrehen und was dir einfach konstant, alles klar, Pia, super, was dir dann einfach konstant fünfstellige Monatseinsätze mit deinen idealen Kunden bringt. Also wie schaffst du das? Also du hast gesehen, du musst das perfekte Fundament erst legen. Ja? Es muss eben alles Premium sein. Sonst bist du ja keine Premium-Marke, das geht ja gar nicht. Also Fundament meine ich, Positionierung, wie ein roter Faden, es braucht halt wie ein Grundkonzept, ja, dann braucht es wenigstens eine Seite. Wisst ihr, Homepage muss nicht 5 komplizierte Unterseiten sein. Das kann eine sein, aber die muss halt wirklich top sein. Top von der Formulierung her, vom ganzen Erscheinungsbild halt einfach. Und da muss man ein Fundament legen. So, und dann musst du ein Profi-Marketing-Konzept entwickeln. Ja, Ellen, dazu haben wir uns meines Wissens schon mal im Strategiegespräch unterhalten. Ja? Das ist einfach mein Premium-Programm. Ja? Das wäre ja für dich auch ein Segen, würde ich meinen. Ja? Du hast ein ganz tolles Thema mit Pferden, glaube ich, Ellen. Und müsstest eigentlich nur das Programm buchen und deine Themen sind schrittweise gelöst sozusagen. Aber bleiben wir hier dabei. Wir bleiben hier dabei, wie man einfach eine Marke wird. Also erst das saubere Fundament legen. Positionierung, Homepage, Premium-Funnel. Dann Profi-Marketing-Konzept entwickeln, ja, das für dich mit der Zeit, die du hast, ja, einfach machbar ist. So, und dazu ist es auch wieder so, also hier in meinem PEP-Programm kriegst du hier das. Ne? Da kriegst du persönlich 1:1 Beratung zum Thema Positionierung. Das mache ich persönlich. Ja? Das macht niemand im Markt. Du kriegst persönlich, nicht von Videos. Nee. Du kriegst persönlich Beratung zum Thema Positionierung, das ist absolut einzigartig. Dann kriegst du schlüsselfertigen Premium-Funnel inklusive Premium-Homepage. Schlüsselfertig. Ja, also es ist null Problem. Die Sabine hat innerhalb von 3 Tagen ja, ihre Homepage gehabt und jetzt innerhalb von, glaube ich, 2 oder 3 Wochen maximal hat sie den ganzen Funnel hingekriegt. Ja, das ist natürlich einzigartig mit unserer Unterstützung. So, und wenn du das hast, dann kriegst du hier, dann brauchst du ein Profi-Marketing-Konzept. Und dazu gibt es wiederum, haben wir neu, eine tolle Anleitung entwickelt, die ist gerade live gegangen für unsere Kunden. Alle unsere Kunden entwickeln eben ein Marketing-Konzept, ja, für sich, das für sie authentisch und machbar ist. Ja. Da haben wir gewisse Vorgaben. Es gibt 2 Kundenströme, die wir schulen. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Und alle Kunden entwickeln einen Plan, wie sie das mit Leben füllen. Jede Woche. Ja, es wird genau festgelegt. So, und das brauchst du als 2. Schritt. Und 3. Und dann ist es eben ein Lernprozess. Also indem du sozusagen dieses Marketingkonzept anwendest, Woche für Woche. Ja, und jede Woche füllst du hier Interessenten in den Funnel. Und dieser Funnel, der wandelt für dich kalte Leute in heiße Kontakte und in Kunden um. Ja? So, also jede Woche, indem du das fleißig machst, wirst du immer besser und besser. Du lernst immer mehr, was die Zielgruppe genau möchte von dir. Und du lernst auch, wie die Zielgruppe das, wenn du mit ihnen interagierst, es als authentisch von dir empfindet. Ein Beispiel, am Anfang habe ich den Fehler gemacht, dass ich in meinem Marketing von anderen abgeschaut habe und es so gemacht habe wie andere. Aber das haben dasselbe, ja, was für andere total authentisch ist,
ist bei mir überhaupt nicht authentisch. Ja? Und davon dienen Wähler würde ich euch gleich mal abraten. Das heißt, deswegen brauchst du hier diesen Lernprozess. Also du brauchst Leute, die dir Feedback geben. Ja? Was ist für dich authentisch? Was empfindet deine Zielgruppe von dir authentisch? Ja? Was möchte genau deine Zielgruppe? Du brauchst diesen Lernprozess. Ja? Und deswegen kriegst du das Fundament im PEP-Programm, ja, und auch das Marketingkonzept. Und hier dann im 12-Monats-Mentoring-Programm, da wirst du immer besser. Ja, da wirst du immer besser. Ja, da lernst du alles, was du hier wissen musst und wirst immer besser und erfolgreicher. Du wirst immer erfolgreicher. Ja? Also du kriegst im PEP-Programm, einfach um das nochmal zu sagen, kriegst du das Fundament, da kriegst du die Positionierung. Mit einer spitzen 1-zu-1-Beratung. Kein Video, keine schriftliche Beratung wie in anderen Programmen. Live, persönlich, individuell auf dich zugeschnitten, nur für dich. Ja? Und dann schlüsselfertig die Homepage und den ganzen Premium-Funnel. Ja? Das ist absolut einzigartig. Das sind Alleinstellungsmerkmale von unserem PEP-Programm. Das bietet niemand. Ja? Das gibt dir einfach. So macht es auch für Leute, die vielleicht technisch nicht so beschlagen sind und nicht so beschlagen in Marketing-Dingen, das Ganze einfach. Ja, du bekommst auch einen Marketingplan, wie dein regelmäßiges Marketing aussieht. Das wirst du erarbeiten. Das passiert ja alles im PEP-Programm. Aber dann geht's weiter, ja. Dann fängst du an, hast vielleicht einige Anfangserfolge, ja. Aber was nützen dir die Anfangserfolge, ja? Du willst ja regelmäßig bestimmte Umsätze machen. Du willst ja regelmäßig jeden Monat bestimmte Kunden gewinnen. Und du willst nicht auf kein Hoffnungsmarketing mehr machen. Und deswegen brauchst du hier diesen Lernprozess, ja, und der wird hier begleitet. Du kriegst hier intensivstes Feedback, ja. Dir wird geholfen ohne Ende. Und das ist eben das 12-Monats-Mentoring-Programm. Und da schaffst du eben diese Stabilität, ja, die du eben haben willst. Das ist hier ganz, ganz klar. Und so kriegst du das hin, so wirst du auf jeden Fall zur Marke und so nehmen dich eben die Leute dann eben auch als Marke wahr. Und das ist ja der letzte Schritt in dem 5-Schritte-Prozess, den ich oben gezeigt habe. Genau. So, was habt ihr jetzt für Fragen zum Thema Marke? Jetzt machen wir nochmal einen Fragenblock. Wer hat noch Fragen zum Thema, wie werde ich eine Marke? Gibt es da jetzt gerade noch aktuell Fragen? Ja. Wer mag hier noch eine Frage stellen? Wer mag eine Frage stellen? Ja, kommt gerade keine Frage. Dann möchte ich nochmal den Hinweis machen, Mentoring-Mittwoch. Super Plattform. Ja. Jede Woche wird es ein bisschen besser. Schreibt doch, ihr habt so viele Fragen. Ja? Ich helfe euch gern. Dafür bin ich da. Die Antje schreibt, mir ist noch nicht klar, was genau ein Funnel ist. Sabine, ich habe alles gut verstanden. Also Antje, ein Funnel ist, ein Funnel ist sozusagen ein Trichter. Funnel ist ein englisches Wort, das heißt Trichter. Das bedeutet, wie wird ein kalter Kunde völlig automatisiert zu jemand, der bei dir kauft, ja. So, und oben ist vielleicht eine Werbeanzeige, dann kommt vielleicht eine Landingpage, wo man sich für ein Angebot von dir eintragen kann, zum Beispiel für ein Webinar. Dann schaut man das Webinar an. Jetzt kann man sich zum Beispiel für ein Strategiegespräch anmelden und in dem Strategiegespräch, da überzeugst du dann die Person, die vielleicht 5 Stunden vorher noch nichts von dir gehört hat, ja, davon bei dir dein Premium-Programm zu kaufen. Das ist ein Funnel. Das ist der schnellste Funnel der Welt. Ja. Das ist ein super Funnel. Ich habe schon ganz viele Kunden so gewonnen. Ja. Antje, das ist ein Funnel und den kriegst du schon bald. Antje hat auch ein super Thema. Ja. Das werden wir alles hier dann noch vorstellen, hier im Programm. Genau. So, die Ellen fragt, ist ein Erkennungszeichen oder lieber ein Logo besser? Es gibt eine Wortmarke. Ja, es gibt eine Wortmarke. Ja, Antje, da kannst du dich drauf freuen.
Also es gibt eine Wortmarke, zum Beispiel Christian Mugra ist eine Wortmarke. Man kann auch eine Wortbildmarke machen, zum Beispiel Christian Mugra und dann noch zum Beispiel irgendwie ein Symbol dazu. Das nennt man eine Wortbildmarke. Was ist jetzt besser? Also das ist, Ellen, das ist reine Geschmackssache. Es ist wirklich reine Geschmackssache. Da gibt es Leute, die sagen, eine Wortbildmarke ist besser. Ich persönlich habe jetzt halt einfach eine Wortmarke gewählt. Es gibt aber auch viele Stars, die haben einfach nur eine Wortmarke. Ja? Und ja, ich bin da sehr zufrieden. Meine Wortmarke ist Christian Mugauer. Genau. Gut, genau. Ja, ich möchte einfach nur mal drauf hier zu sprechen kommen, Mentoring-Mittwoch. Am Mittwoch ist ein super Format. Ja, da könnt ihr einfach Fragen stellen. Ich bin euer Mentor, ihr stellt Fragen, ich beantworte die Fragen abends um 20 Uhr. Jede Woche eine halbe Stunde. Ja, nutzt das. Ihr müsst lediglich zwischen morgens um 9 und abends um 8 eure Fragen eintragen. Können wir alle Fragen klären. Und ich möchte wetten, dass jede Menge Fragen da sind. Ne? Genau. Gut. Gehen wir einen Schritt weiter. Ja? Also, du hast gesehen, ich kenne mich wirklich aus zu dem Thema. Ja? Kürzlich hat eine Kundin von mir gesagt, ich bin nicht einer von denen, die irgendwann mal einen Wochenendkurs als Unternehmer gemacht haben oder so mit dem, ja, irgendwie mit dem magischen Staub irgendwelche Lösungen herbeizaubert, sondern bei mir könnt ihr das aus dem FF lernen, was ihr eben braucht, um erfolgreich zu werden, um eine Marke zu werden. Und das kriegt ihr hier alles, ja. Es gibt eben zwei Formen, ja. Es gibt wirklich zwei Formen. Genau. Ihr könnt das PEP-Programm buchen, wenn ihr was aufbauen wollt. Also wenn ihr Positionierung braucht, einen Funnel haben wollt, einen Premium-Funnel haben wollt, eine Homepage braucht. Also wenn ihr am Anfang seid und ihr wollt das Ganze aufbauen, dann ist eigentlich das PEP-Programm perfekt. Also wenn ich mich heute selbstständig machen würde, ja, würde ich auf jeden Fall das PEP-Programm kaufen. Und zwar, solange ich noch angestellt bin. Heute, ja, wenn ich nochmal bei Swarovski damals, das war im Jahr 2006, diesen Entscheid treffen würde, dann würde ich das PEP-Programm idealerweise 2006 kaufen, vorbereiten. Und dann habe ich, glaube ich, im Februar 2007 gestartet mit 40% Selbstständigkeit. Also ich hätte im Nachhinein sozusagen, also wenn es damals schon gegeben hätte, aber es hat es ja nicht gegeben, dann hätte ich das damals kaufen sollen, so im September 2006, ja, um dann im Februar 2007 mein Angebot an den Start bringen zu können und gleich richtig mit Premium-Angebot und allem drum und dran, mit einer Homepage. Das wäre für mich damals das Richtige gewesen. Ich habe damals, ich sage es immer wieder, 12.000 oder 13.000 Franken nur für eine beschissene Agentur-Homepage ausgegeben. Ja, das ist die Wahrheit. Und noch vieles andere für alles mögliche andere. So, also wenn ihr was aufbauen wollt, am Anfang seid, dann nehmt das PEP-Programm. Wenn ihr schon was habt, ja, vielleicht sogar aus irgendeinem anderen Programm kommt, ja, und einfach ja, vielleicht ein Premium-Angebot schon ausgearbeitet habt. Aber auf jeden Fall möchtet ihr noch viel mehr erreichen und habt einfach noch keine stabilen Umsätze. Und da fehlt einfach noch ein Haufen. Ja. Das analysieren wir ja praktisch jetzt jede Woche. Dann nimm das Mentoring-Programm. Und wenn du nicht genau weißt, was, gar kein Problem, komm einfach hier zu mir, gib ein christian-mugra.com/ja, ja, gib das ein und buche ein Strategiegespräch. Dann wird es mit dir geklärt. Dann bekommst du eben absolute Klarheit. Ja? Dann bekommst du absolute Klarheit. Vielleicht, hier sind ja einige dabei, die das Strategiegespräch von mir schon hatten. Könnt ihr kurz reinschreiben? Ja? Könnt ihr kurz bestätigen, dass ihr da absolute Klarheit bekommen habt? Unabhängig, ob ihr jetzt gekauft habt oder nicht. Es sind hier jede Menge Leute, die waren schon im Strategiegespräch. Schreibt mal kurz rein, was ihr alles vom Strategiegespräch profitiert habt. Also allein das Strategiegespräch ist einfach super. Ja? Das schafft dir Klarheit. Du weißt dann anschließend, wo du stehst und wie du dein Ziel erreichen kannst. Das ist natürlich absolut klar. Ja? Anja, das möchte ich hier jetzt nicht beantworten. Es ist ein auf lange Sicht betrachtet für das, wie du sonst rumeiern wirst, ein Schnäppchen.
Es ist nicht billig, ja, es ist das beste Programm im Markt. Komm einfach, melde dich zum Strategiegespräch an und dann kann ich dir einfach raten, weil es verschiedene Varianten davon gibt, welche das Richtige ist. Ja? Genau. Also, das heißt, übrigens, es gibt hier eine neue Seite, ja, wenn dich das Mentoring-Programm interessiert, wenn du schon einige Jahre aktiv bist irgendwie, ja, vielleicht sogar im anderen Programm schon warst, aber einfach noch keine Umsätze hast, keine stabilen Umsätze, vielleicht nur ja, ein bisschen gelegentlich ein paar Verkäufe machst, ja, dann komm ins Strategiegespräch und du kannst die hier auf christian-buchrader.com/mentoring, ja, die ist nagelneu, da ist genau erklärt, was Mentoring genau ist, ja, da sind sogar Kundenstimmen drauf, ja, Videos drauf, ganz aktuell von den ersten Kunden, die das Mentoring gebucht haben. Also im Moment verkaufe ich oder kommen mindestens 2 Leute pro Woche in mein Mentoring-Programm. Es ist der Hammer. Es ist echt der Hammer. Also es füllt total eine Marktlücke, weil viele, ich schätze, jede Woche kommen oder jeden Monat kommen mindestens 100 Leute aus irgendwelchen anderen Programmen raus, fallen in ein Riesenloch, ja, haben kaum was umgesetzt, sind komplett überfordert, sind aber auch total ausgelaugt von diesen Programmen und kommen einfach überhaupt nicht weiter. Ja? Angelika, du kannst über das Mentoring-Programm nachlesen unter christian-mugrauer.com/mentoring. Schau hier, Angelika, hier, christian-mugrauer.com/mentoring. Da kannst du das nachlesen. Genau, das ist nagelneu. Und danke, Harald, danke, Sabine, danke, Ellen, danke, ja, Gudula, Angelika, hey, das ist super. Also es sind jede Menge Leute hier, die schlussendlich gekauft haben. Die sind alle happy, das habt ihr jetzt mitbekommen. Es gibt auch Leute hier, die total zufrieden sind, die haben im Moment noch nicht gekauft. Die kommen immer wieder. Ja, die Angelika, die Gudula, die Ellen, ja, und die Angelika natürlich, ja, so. Und und da ist es halt einfach so, dass es, ja, wenn ihr wirklich weiterkommen wollt, wenn ihr eure Mission jetzt ausleben wollt, wenn ihr euer Potenzial ausschöpfen wollt und wenn ihr eure PS auf den Boden bringen wollt, jetzt, ja, dann kommt jetzt in dieses Strategiegespräch und machen wir und gucken wir halt, ja. Das kann sein, dass wir jetzt einen Deal miteinander machen, kann auch sein, dass wir keinen machen. Also ich nehme inzwischen auch nicht mehr alle, das muss ich auch sagen, ich bin wählerisch geworden, ich weiß ganz genau inzwischen, ja, wen ich haben will und wen auch nicht. Also ich kann dir das nicht garantieren, das muss ich sagen, ja. Aber wenn du eben eine Könnerin bist, ein Könner bist, ja, wenn du coachbar bist und wenn du kein Schwätzer, sondern ein Macher bist, dann hast du gute Chancen, dass ich dich nehme. So, und das ist halt sehr, sehr wichtig. Ja, buch das jetzt einfach. Ich werde jetzt hier mal schnell den Link posten zum Strategiegespräch, ja, einfach damit das einfach hier mal eingegeben wird, ja, so. Genau, einfach mit, damit es mal da ist sozusagen. Ich gehe jetzt wieder hier drauf, so, genau. Einfach damit der Link mal da ist, habe ich das jetzt einfach mal gepostet. Ja, und wenn du das Gefühl hast, ich am besten poste ich auch noch das Mentoring, merke ich gerade, weil das Leute interessiert, ja, poste ich gerade die nagelneue Mentoring-Seite hier. So, das machen wir auch noch rein. Einfach das Mentoring, ja, zack, bumm. So, gehe jetzt wieder hier drauf. So, also jetzt habt ihr alles, ja, christian-mugrauer.com/ja, da kannst du dich zu einem Strategiegespräch komplett kostenfrei anmelden und es haben ja hier alle schon gesagt und dafür möchte ich mich bedanken, ja, dass es einfach toll ist und diejenigen, die in meine Programme gekommen sind, Angelika, du hast jetzt das FIE gesehen, hast dich ja schon begeistert sozusagen gezeigt, also es wäre wirklich ja, klasse, wenn du halt kommst, ne? Also auf dich würde ich mich freuen. Ich habe noch niemanden aus Ägypten. Mensch, Angelika, ja, die Prinzessin hier aus Ägypten. So, und es gibt nichts Gutes, außer du tust es, könnte man auch sagen. Frei nach, von wem stammt es? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Kästner oder so ähnlich. Ja,
es gibt nichts Gutes, außer du tust es. Ja? Also mach einen Strategietermin, mach diesen Termin ab, handle. Ja? Nimm dein Glück in die Hände sozusagen. Erich Kästner, danke, Antje, mir ist es gerade entfallen. Genau. Ja, es gibt nichts Gutes, außer du tust es sozusagen. Ja? Also tust. Tust. Ja? Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und wenn du eine Mission hast, nützt dir das nur was, wenn nicht drei Rübennasen jede Woche davon erfahren, sondern dass du eine gewisse Größe entwickelst. Und dazu musst du eine Marke entwickeln. Und dazu musst du Schritt für Schritt einfach die richtigen Dinge auftun. Dabei helfen wir dir. Mein Team ist dafür da, dir zu helfen. Ja, diese Grundlagen zu schaffen mit dem PEP-Programm, um dir einfach Schritt für Schritt durch den Lernprozess zu helfen, bis du bei 20, 30, 40.000 oder wo du auch immer hin möchtest, einfach angekommen bist. Ja? Genau, dabei helfen wir dir. So, wer macht jetzt einen Termin? Hat sich jemand schon angemeldet? Ich habe nicht ins Mail geschaut. Aber wenn sich gerade jemand angemeldet hat, dann finde ich das immer cool, schreib das jetzt. Ja, wer macht jetzt einen Termin? Schreib das rein. Wer hat einen Termin schon gemacht? Also oft ist es so, dass ich während der Sendung ja auch Strategiegesprächstermine habe. Ich habe das jetzt nicht im Überblick. Aber wenn du noch da bist und du hast dich gemeldet, schreib das jetzt in den Chat. Genau. Und diejenigen, es sind etliche Leute da, die waren schon im Strategiegespräch, die haben schon dran gerochen, aber sie haben nicht durchgezogen, ja, sie haben noch nicht gebucht und das ist schade, ja, du kannst jederzeit wieder ins Strategiegespräch kommen, ja, und einen Schritt weiter gehen, zieh halt durch, ja, das ist einfach nur wichtig und wir kommen jetzt so langsam zum Ende und ich wünsche dir eine ganz erfolgreiche Woche, ich hoffe, dir hat es gefallen. Und melde dich ganz einfach zum Strategiegespräch an. Ja? Dann kriegst du das, was ich heute gezeigt habe, ist keine Hexerei, aber es muss eben systematisch gemacht werden. Und da bist du als Laie, verzeih mir diesen Ausdruck, einfach völlig überfordert in aller Regel. Ne? Genau. Prima. Ja, danke Gudula für das Lob. Sie war auch schon mal hier eben im Strategiegespräch. Und ja, vielen Dank, lieber Christian. Ich freue mich auf unser Coaching nächste Woche. Ja, da freue ich mich auch. Voll toll, sagt die Sabine. Danke dir. Alles klar. Ja gut, dann würde ich jetzt sagen, wir machen mal Schluss für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und werde eine Marke, werde eine starke Marke. Wie du das wirst, weißt du jetzt. Und du weißt auch, wo du die beste Unterstützung im Markt kriegst, um das Ziel zu erreichen. Also handle jetzt und melde dich zum Strategiegespräch an. Und wenn du schon mal im Strategiegespräch warst, weißt du genau, dass du schon mal knapp geschnuppert hast. Dann komm doch nochmal ein Strategiegespräch und dann machen wir den Deal miteinander. Wir finden eine Lösung und dann kannst du durchstarten. Ja? Genau. Andrea, warum erhältst du keine Antwort? Schade, dass ich keine Antwort erhalte. Wie meinst du das? Schade, dass ich keine Antwort erhalte. Habe ich was übersehen, Andrea? Ich weiß nicht genau. Hast du einen Termin gemacht oder nicht? Schreib doch mal. Andrea? Schreib mal bitte hier rein. Gut, wir finden den Kontakt auf jeden Fall. Ne? Ich werde dich jetzt gleich mal anschreiben. Vielleicht ist da auch ein Missverständnis. Ich habe grau in Erinnerung, dass du schon mal auf mich zugekommen bist. Ich weiß aber nicht, ob du einen Termin gebucht hast, Andrea. Ja? Okay, alles klar. Wir finden zueinander. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis bald. Tschüss.